Was geht, ihr Pappnasen und Pappohren? Ich habe euch letztens gebeten, mir mal ein paar Fragen für ein Q&A zu stellen. Das habt ihr tatsächlich relativ reichlich gemacht. Keine Ahnung, ob ich alle beantworten werde, aber auf jeden Fall werde ich jetzt mal damit anfangen, eure Fragen zu beantworten. Ich suche mir ein paar raus. Wahrscheinlich werde ich alle raussuchen. Und dann werde ich diese beantworten, denn das hat ein Q&A so an sich, dass man Fragen beantwortet, die gestellt werden. Ich wollte eigentlich draußen so ein bisschen Fragen beantworten und vielleicht ein bisschen rumlaufen dabei und einfach mal in der Natur sein, bis ich dann rausgegangen bin und mir gedacht habe, Alter, es ist viel zu kalt, um draußen rumzulaufen. Deswegen, diesmal leider doch im Haus, aber vielleicht nächstes Mal, wenn es ein bisschen nicht so kalt ist. Ja, ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Wir fangen an mit euren Fragen. Ich hoffe, es sind gute dabei. Ich hoffe es wirklich für euch. Denn die letzten Q&As, doch, da waren auch gute Fragen dabei. Das war schon ewig her, aber ich kann mich erinnern. Ganz dunkel. Dunkler geht's gar nicht. Conan kam mit der ersten Frage um die Ecke, wobei, was heißt erste Frage, aber die erste, die ich jetzt so im Augenwinkel direkt im Blick habe. Womit bist du aktuell bezüglich deiner Person als Internetpräsenz, als auch des Contents, den du schaffst, besonders zufrieden? Gibt es Dinge, die du ändern möchtest? Sind dir in letzter Zeit von deiner Zuschauerschaft Meinungen aufgefallen? Positiv, OA, Kritik. Das ist eine gute Frage. Womit bin ich besonders zufrieden? Ich würde sagen, zufrieden bin ich theoretisch mit dem ganzen Gesamtkonstrukt, was ich hier irgendwie bin im Internet. Ich bin ja quasi ich, aber ihr wisst, was ich meine. Was ich auch bieten kann euch und wie ich selber darin aufgehen kann. Das ist, glaube ich, eh immer das Wichtigste, dass ich merke, yo, ich fühle mich mit den Dingen, die ich mache, wohl. Das ist mir auch nochmal ein bisschen bewusst geworden, dass ich auf jeden Fall mir selber treu bleiben muss und werde. Und werde nicht irgendwie irgendwas machen, was mir eigentlich dann gar keinen Spaß macht. Ich mache ja Pokémon Nuzlocke größtenteils, was jetzt ja etwas ist, was viele machen, auf jeden Fall. Das muss man auch klar sagen. Und ich versuche ja auch immer so ein paar Dinge zu finden, die mich von der Masse abheben. Was nicht so einfach ist im Gaming-Bereich, um Gottes Willen, das wissen wir alle. Und ich weiß es auch, dass es nicht so einfach ist. Vor allem für mich, der halt dann trotzdem Sachen machen will, die einem halt Spaß machen, was halt Pokémon ist. Und da irgendwie Sachen zu finden, die man hervorheben kann oder die aus der Masse hervorstechen, ist gar nicht so einfach in dem, was ich machen möchte halt. Aber ich glaube schon, dass ich mich auch sehr viel jetzt versucht habe. Ich versuche mich auch weiterhin in Dingen und in Formatideen, in kreativen Ideen, um halt irgendwie für mich und auch für euch was Cooles draus machen zu können. Ich bin relativ zufrieden momentan, dass ich halt einfach das mache, wo ich sage, yo, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, dass ich dem Ganzen irgendwie treu bleibe. Deswegen, klar, ist es vielleicht für manche etwas lame, kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, ich bin zufrieden, dass ich nicht irgendwie mich beeinflussen lasse, außer es kommt wirklich mal Kritik in dem Fall, es kommt auch in der Frage vor. Dann, klar, da gehe ich da schon drauf ein, aber ich lese eigentlich nichts Negatives und von wegen, oh, das ist mir zu eintönig, zu langweilig, whatever. Was ich verstehen könnte, weil selbst ich bin ja jemand, ich brauche Abwechslung und ich fühle mich immer schlecht, wenn dann irgendwie eine ganze Woche vielleicht Nuzlocke und sonst gefühlt nichts kommt, weil es halt einfach auch zeittechnisch immer schwierig ist, in der Woche sehr viel hochzuladen und so weiter. Aber ich bin ganz zufrieden, dass ich irgendwie einfach den Weg gehe und auch mit euch zusammen gehe, ohne uns irgendwie zu verstellen, ohne dass wir irgendwas komplett über den Haufen schmeißen oder ich und mich auch stetig weiterentwickle, was Ideen, Schnitt und so weiter, Kreativität angeht und so. Und Meinungen aufgefallen. Also ich lese eigentlich durchweg immer Positives, was ich sehr, sehr schätze. Und wenn was Negatives kommt, wäre es auch gut, weil das hilft ja auch. Solange es jetzt nichts irgendwie Banales ist, zum Beispiel deine Frisur ist hässlich, das hilft mir jetzt nicht weiter, aber man kann gerne seine Meinung sagen, auch wenn einem irgendwas nicht gefällt. Aber ich lese eigentlich, also ich bekomme nur Positives mit eigentlich. Und das freut mich sehr. Ja, das freut mich sehr. Punkt. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine lange Frage. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen weitestgehend beantworten. Nö. Simon hat gefühlt 30 Fragen auf einmal gestellt. Ein Hint auf die nächste Nuzlocke. Ja, die kommt ja bald und der Hint ist, ich bin nicht alleine. Das war ein großer Hint. Auf welchen Meilenstein, den du in den letzten 3 Jahren in deinem Leben erreicht hast, bist du am stolzesten? Welchen Meilenstein? Es gibt, glaube ich, jetzt nicht den einen Meilenstein, wo ich sage, boah, der war es jetzt in den letzten Jahren, weil es waren irgendwie immer so kleine Meilensteine, nicht so, wo ich sage, na gut, wenn man sagt, Fachabitur, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ansonsten waren das immer dann so kleine Meilensteine. Also es gibt jetzt nicht den einen Meilenstein, wo ich sage, der hat alles verändert oder so. Das war der krasseste Meilenstein meines Lebens. Nee, aber viele kleine. Und das sind eigentlich auch wichtige Meilensteine. Muss ja nicht immer ein großer Meilenstein sein, sondern einfach kleinere. Die bringen einen ja auch weiter. Ja. Und die letzte Frage von Simon. Welches Spiel hat deine Kindheit am stärksten geprägt? Einfach nur Pokémon zählt nicht. Pokémon? Meine Kindheit geprägt, boah. Ja, aber schon Pokémon Platin, weil das war mein erstes Pokémon-Spiel. Das hat ja in dem Sinne dann schon meine Kindheit geprägt, weil, naja, das hat irgendwie den Grundstein gesetzt. Aber auch sowas wie Mario Party DS, Mario Kart DS, so diese ersten DS-Spiele, die haben mich schon sehr geprägt. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich das Spiel gibt, was mich geprägt hat, aber, oder vielleicht irgendwie Gehirnjogging oder so. Habe ich auch gespielt. Merkt man vielleicht nicht, aber habe ich. Brainy fragt, mit was kann man dich glücklich machen? Welche Charaktereigenschaften schätzt du an Freunden? Was kann man mich glücklich machen?
mit vielen Dingen. Also es gibt jetzt nichts Materielles oder so, aber ich glaube, am glücklichsten machen mich einfach nette Worte oder Nähe, sage ich jetzt einfach mal, wenn man sich irgendwie für mich interessiert oder so, wenn man mir irgendwie zeigt, du kannst auf mich bauen und du kannst immer auf mich zukommen. Aber so Kleinigkeiten, die vielleicht für viele sehr krasse Kleinigkeiten sind, sind für mich irgendwie besonders nicht wichtig, aber die schätze ich sehr. Und da brauche ich jetzt nichts Atemberaubendes, was mich glücklich macht, aber Menschen machen mich glücklich eigentlich. Menschen, die um mich herum sind. Und welche Charaktereigenschaft? In dem Fall dann, ja gut, so Loyalität, Humor. Klar, das muss auch sein, aber doch, das reicht. Das sind zwei Charaktereigenschaften. Loyalität ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Deswegen lege ich da auch viel Wert drauf, dass ich loyal zu Leuten bin. Und deswegen, schätze ich das auch, wenn Leute loyal sind und dir zur Seite stehen in allen schweren und guten Zeiten. Was ist schlimmer, scheitern oder es nicht versucht zu haben? Naja, es nicht versucht zu haben. Ganz klar. Auch wenn ich jemand bin, der oft, auch in der Vergangenheit, Schwierigkeiten damit hatte und auch immer noch hat, Sachen einfach zu probieren, und wenn man scheitert, dann ist es halt so. Aber prinzipiell auf jeden Fall Hauptsache versucht haben. So, das muss man einfach. Man muss Sachen probieren, man muss es versuchen. Wenn man scheitert, dann ist es auch gut, denn das gehört dazu. Und scheitern ist ja nichts Schlimmes. Es bringt einen ja einfach auch nur weiter. So, deswegen auf jeden Fall, es nicht versucht zu haben, ist schlimmer. Ganz eindeutig. Und was ist wichtiger, die Dinge richtig zu tun oder die richtigen Dinge zu tun? Ich würde sagen, die richtigen Dinge zu tun. Okay, mal gut, manche Dinge muss man auch richtig machen, die man auch nicht machen will. Aber wenn du die richtigen Dinge tust, dann machst du es ja auch irgendwie richtig, oder? Ich würde sagen, die richtigen Dinge tun, oder? Weil du kannst ja auch viele Dinge machen, die dich eigentlich gar nicht erfüllen, die irgendwie kacke sind. Die kannst du so richtig machen, wie du willst, wenn du nicht darin aufgehst. Natürlich kann man es nicht auf alles beziehen, aber es gibt auch Dinge, die muss man einfach machen und das macht einfach keinen Spaß. Zum Beispiel sauber machen oder so. Die musst du halt trotzdem richtig machen, weil ansonsten ist die Bude hässlich. Aber im Endeffekt soll man doch die richtigen Dinge tun, oder? Ab wie vielen Jahren zocke ich schon Pokémon? Ja, das habe ich ja schon oft beantwortet. Es müsste 2008 gewesen sein, also mit 7 Jahren habe ich angefangen. Hatte zwischendurch ein paar Pausen, ab und zu, aber seitdem ich 7 bin. Und jetzt bin ich 21. Begleitet mich schon relativ lange. Was machst du neben YouTube? Ausbildung, Studium, Job? Wissen manche vielleicht schon, aber manche auch nicht. Ich studiere Mediendesign. Ich arbeite nebenbei mehrmals die Woche und mache YouTube. Das sind so die drei Dinge, die ich im Leben mache. Ja, Punkt. Also ich habe dreierlei Dinge zu tun, sage ich mal. Der Tag ist gefüllt, will ich damit sagen. Urlaub lieber am Strand oder in den Bergen? Strand. Auf jeden Fall Strand. Welches ist das letzte Buch, das du gelesen hast? Ich lese aktuell eins zur Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Ich habe das ja jetzt nicht zu Ende gelesen, deswegen habe ich es noch nicht gelesen und ist nicht das letzte. Wenn ich jetzt davor das letzte Buch hernehme, keine Ahnung, das ist ja schon 3 Jahrzehnte her. Ich habe lange kein Buch mehr gelesen. Schande über mich. Glaubst du an Schicksal oder Zufall und wieso? Ich hoffe, du hast eine krasse Erklärung. Nee, ich habe dafür keine krasse Erklärung, aber ich glaube schon irgendwie an Schicksal oder an Zufall. Ja, auf jeden Fall. Irgendwo schon. Oder nicht? Wer nicht? Denkt ihr nicht an Schicksal? Ich doch. Noch eine Frage von Brainy Oha. Welche Eigenschaft an dir magst du und welche magst du nicht? Welche Eigenschaft mag ich an mir? Ja, habe ich ja vorhin gesagt, ich glaube, ich bin relativ ein loyaler Mensch, würde ich schon sagen. Also, wenn ich Menschen an mich ranlasse, dann passiert da eigentlich nichts. Dann bin ich loyal den Menschen gegenüber, wenn ich weiß, das sind die richtigen Menschen in meinem Leben. Ich würde auch sagen, ich bin ein zuverlässiger Mensch. Wenn Leute irgendwas von mir wollen, dann mache ich das auch und mache es eigentlich auch hoffentlich relativ zuverlässig. Jetzt finden bestimmt manche Leute irgendein Beispiel, was dann nicht so ist. Aber wenn sie irgendwas von mir wollen, wenn sie mich brauchen, dann bin ich meistens eigentlich zur Stelle, würde ich sagen. Welche mag ich nicht? Boah, viele. Meine Ungeduld. Ich bin teilweise sehr ungeduldig. Ich glaube, das ist das Schlimmste, Ungeduld. Ich war schon immer ein ungeduldiger Mensch und ja, bin es immer noch irgendwo ein bisschen, was ich nicht so geil finde, aber ja, nee, Ungeduld, das mag ich nicht so gerne an mir. So, jetzt kommt Momo mit der besten Frage. Was ist das nächste geplante Projekt auf deinem Kanal? Naja, Q&A. Ich mache jetzt eine Q&A-Reihe. Jeden Montag mache ich ein Q&A. Ich verrate das nächste Projekt doch noch nicht. Das ist ein Geheimnis. Hast du irgendwelche Ziele, die du in Zukunft erreichen möchtest? Beispielsweise ein Haus bauen oder eine Reise unternehmen? Ich sag mal so, ich mache jetzt YouTube schon seit 6 Jahren. 7 Jahren fast. Und ich sag mal so, natürlich ist es ein Ziel davon, dass das Ganze wächst. Das ist natürlich irgendwo ein Ziel. Wäre natürlich schon cool. Ja gut, irgendwann auch mal alleine leben wäre vielleicht mal ein Ziel. In den nächsten Jahren, aber das steht ja irgendwann. Alleine leben, Haus bauen. Ich wüsste nicht mal, ob ich ein Haus bauen wollen würde irgendwie. Ich bin, glaube ich, gar nicht so der Typ dafür, dass ich ein Haus brauche. Wollt ihr ein Haus bauen? Ich glaube, mir reicht einfach eine Wohnung. Ich brauche, glaube ich, gar kein Haus. Ein Reiseunternehmen. Ja, du, Japan wäre schon geil, muss ich sagen. Also, ich würde schon gerne mal nach Japan reisen, aber ja, das ist jetzt noch nicht so in naher Zukunft geplant, glaube ich. Wäre gut, Studium abschließen wäre natürlich auch ein Ziel. Vielleicht doch irgendwann Kinder kriegen oder so. Wobei, wäre ich ein guter Vater? Man weiß es nicht. Ja, schreibt mal rein, was ihr für Ziele habt. In naher Zukunft oder vielleicht auch in 30 Jahren oder so. Wenn ihr schon bis dahin denken wollt, dann gerne. Dann die letzte Frage von Kev. Hat erstmal was Nettes geschrieben. Dankeschön. Das ist wirklich mega lieb. Wo und wie würde
dein Traumurlaub aussehen? Gut, hatten wir ja vorhin schon. Wäre halt dann irgendwo Japan, wäre Traumurlaub. Wenn ich jetzt so standardmäßig an Urlaube denke, würde ich halt einfach sagen, am Strand, all inclusive, einfach die Füße, die Beine hochlegen, einfach mal an nichts denken und sein Leben genießen. Das wäre irgendwo ein Traumurlaub, aber das ist jetzt halt, Traumurlaub kann man das auch nicht nennen, ne? Aber das ist für mich eigentlich Urlaub, einfach die Beine hochlegen. Ich brauche jetzt nicht einen Urlaub, wo ich irgendwie mega krass viel sehen muss. Wenn ich Urlaub machen will, dann muss es einfach entspannend sein und ich muss mich zurücklehnen können und einfach mal an nichts und wieder nichts denken müssen. Aber das ist auch Auslegungssache. Manche wollen auch im Urlaub was erleben. Natürlich, das gehört auch irgendwo dazu. Das passiert ja automatisch irgendwie. Man erlebt ja sowieso irgendwas. Wenn du irgendwo in einem anderen Land bist, da passieren andere Dinge als hier. Es ist einfach so, da gibt es ja andere Dinge. Da passieren einfach irgendwelche Sachen, die irgendwo nicht in deinem normalen Alltag stattfinden. Ne? Das ist einfach so. Das ist ja auch Urlaub. Das ist nicht der normale Alltag. Es ist mal Abstand davon nehmen. Und wie man Urlaub verbringt, ob es in den Bergen ist, ob es Skifahren ist, das ist halt eine Auslegungssache, was halt Urlaub für euch bedeutet. Ja, das waren doch gar nicht so viele Fragen. Gute Marlin hat noch eine schöne Frage gestellt, aber da werde ich ganz roh, wenn ich die jetzt vorlese. Deswegen gebe ich einfach ein Herz zurück an euch alle und danke euch für die ganzen Fragen. Und falls ihr nochmal irgendwann ein Q&A haben wollt, dann, ja, ich habe doch gefühlt alles schon beantwortet, oder? Also ich weiß nicht, ob wir nochmal eins machen wollen würden. Aber vielleicht ergibt es sich nochmal, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn euch nochmal ein paar lustige, gute Fragen einfallen. Aber ich denke mal so, die meisten Fragen gehen immer so auf selbe hinaus. Ja, auch logisch, weil so viel kann man auch nicht fragen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Stream. Irgendwo sehen wir uns, vielleicht auch auf der Straße, wer weiß das schon, beim Schlittenfahren. Es schneit zwar gar nicht mehr, aber es hat heute geschneit. In diesem Sinne, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.